Mist. Voll daneben. Na, wen haben wir denn da? Uhus. Und du wirfst keine Dose auf mich. Damit das klar ist. Machen wir einmal so. Jetzt wirft nämlich auch die Wunderhübschen Uhus da hinten. So. Dann ein gezielter Hammer. Das reicht aber nicht für den, verdammt. Jawohl. Mist, der macht sich unsichtbar. Okay, wir machen ihn tot. So. Jawohl. Das ist gut. Da hinten ein Pilz. Ja, mach ihn hey, genau. Es ist auch transparent, na super. Und er trifft nicht, weil er verwirrt ist. Okay, das Bingo brauchen wir. Nein! Oh, komm, wenn ich es einmal brauche. Den krieg ich. Er ist tot, das ist das Wichtigste. So, und gibt Punkte. Weil wir einfach noch nicht auf die eigentlich stoßen sollten. Ach, naja, wir machen immer verrückte Dinge. So. Ein roter Bandit? Okay. Und er hat ein Glück gehabt, Orden. Jetzt brauche ich aber tatsächlich Kumbina. Der Bandit. Das ist ein Bandit. Bei seinem Angriff stiehlt er dir Münzen. Maximal KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Du kannst den Diebstahl verhindern, wenn deine Verteidigung stimmt. Schau dir sein belämmertes Gesicht an, wenn deine Verteidigung gepasst hat. Ansonsten bekommst du deine Münzen zurück, wenn du ihn gleich vor Ort besiegst. Nein, Münzen verloren. No. No. Oh Gott. Okay, den machen wir gleich weg. Nein! Du bist ein Kerl. So, jetzt habe ich dich. Und vor allem, du bist ein Kerl. Macht sehr viel Sinn, was ich da gesagt habe. Aber ich habe mich gerade mega aufgeregt. So, den Pieksglumba mal kurz scannen. Oder will man ein Herz werfen? Das ist ein Pieksglumba. Diese Glumba-Art liebt dunkle Orte wie diesen. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Ihre Attacken sind etwas stärker als die der anderen Glumbas. Und du sollst natürlich nicht auf sie draufspringen. Übrigens, Mario, wenn ich hier leben würde, würde ich dann auch so grün? Lieber gar nicht dran denken. Ich dachte, es ist eher blau. Oh, danke schön. Sehr nett von dir. Jawohl. Und er ist weg. Ging hier relativ gut Level, wenn wir noch weitermachen. Und wir bekommen den Orden. Oh, ist das gut. Glück gehabt, P. Gegnerische Angriffe auf deinen Partner gehen manchmal daneben. Das ist gut, dass wir den hier bekommen. Einfach so, mal geschenkt. Also, wow. Oh, ein Lakitu. Und ich mache erstmal eine Stampfattacke auf ihn. Und er ist tot. Gut. Dann machen wir einen Maxi-Beben und machen den Rest auch kaputt. So. Wir sollten ganz hoch machen. Dass wir erstens viel Schaden machen und zweitens sie auch erreichen mit den Druckwellen. So. Jawohl. Und reicht es? Es reicht. Gut. Wir kommen echt gut durch. Hätte ich nicht gedacht.
Rachepulver. Schwirrbar weg. Und die Blume natürlich mitnehmen. Wo sind wir aktuell? 23, oh doch noch nicht so weit. Und ein Bob-Omb. Okay, wir kennen ja die Bob-Ombs. Leider. Den halben Schaden erleidet der Angreifende. Verwirrt Marios Gegner, ihre Angriffe gehen eher daneben. Ist eigentlich dasselbe wie ein Schwirrbar. Soll ich kommen? Boom. Mist, der andere ist jetzt auch sauer. Das hätte ich eigentlich bedenken müssen. Oh, gut. Sehr gut. Das war nicht schlecht. So, der Bubu ist down. Und den kann ich leider nicht angreifen. Dann machen wir eine Schauanlage draus. Bisschen die Sternenergie aufladen. Ja, 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 du mich auch. So, warte. Nochmal eine Schauanlage. So. Bisschen taktisch spielen. So. Das kann sich sehen lassen hier mit den Sternpunkten und mit den Münzen. Also so im Nachhinein, vielleicht habe ich immer zu viel Angst vor diesem Duellcharakter gehabt. Das ist jetzt eben eine 25. Hey, Buhu. Buhu. Toll. Das wollte ich eigentlich, naja. Ein Maxi geben, bitte. Es sind mir einfach viel zu viele. Jawohl. Na, guck dir doof, ja? Nein, sie leben noch, es war so klar. Dann essen wir jetzt ein Koopa-Blatt. Wir hätten auch einfach einen töten können. Ups. Okay, er macht sich unsichtbar. Er benutzt die Feuerblume, Mist. Dem kann ich nicht ausweichen. Er macht seinen Partner unsichtbar. Er macht seinen Partner unsichtbar. Toll, kann ich überhaupt irgendeinen von euch angreifen? So nicht wahr. So. Nee, das lohnt sich nicht. Wir machen nochmal eine Schauanlage. Jawohl. Nein! Ich muss verteidigen. Oh Gott sei Dank greifst du den anderen an. Heilige Macaroni mit Käse. Ugh. Ich mache einen Stern fit. Sehr schön. Ist ja alles getroffen. Aber den Mario kriege ich nicht. Egal. Ein bisschen Leben habe ich aufgefrischt. Oh Gott. Habe ich mir gerade ins Hemd gemacht. So. Level up. Geil. Gerade zur richtigen Zeit. Boah. Einfach mal kurz zwei Level ups hier in dem Duellkörper bekommen. Dankeschön. So. Wo sind wir? 25, habe ich gesagt. Ja, ja. Ob wir es bis 50 schaffen? Der Ehrgeiz hat es mich jetzt schon gepackt, ne? Komm, wir probieren es. Okay, kurz was trinken. Kommen, Maxi. Das wird mein neuer Freund jetzt, weil es einfach ein echt guter Angriff ist.
Außerdem sollte es dem Bob-Omb, dem Kriegsbomber ganz vorne und dem Banditen erwischen. Also ausschalten. Das Einzige, wo noch da bleiben sollte, wäre der normale Kriegsbomber da in der Mitte. Und? Jawoll! Sehr schön. Das Coole ist ja auch, die Sternenergie ist relativ schnell wieder aufgefüllt. Gute Angriffe auf jeden Fall. Und das Gute ist, die Sternattacken werden noch besser im Laufe der Zeit. Ich mag diese Paralyse überhaupt nicht. Aber die, wo jetzt danach kommen, die sind super. Ich mache einen Multisprung. So. Mache einen Powerpanzer. Werde damit zwar nicht die Buchus ausschalten, aber passt schon. Jawohl. Machen wir mal eine Schallanlage. Okay. Und du bist tot. Fantastisch. Und die Sternenenergie ist wieder aufgefüllt. Und wir kriegen wieder Münzen. Oh, ist das gut. Stell mal vor, wir hätten jetzt noch dieser Zahltag. Oder, nee, Geld heißt, glaube ich, der Orden. Wo wir dann noch mehr Münzen bekommen würden. Das wäre mega gut. So. Jawohl. Sollen wir nochmal... Können doch einfach Multisprung machen. Zack, zack, zack. So. Dann machen wir einen Powerpanzer, auch wenn es absolute Blütenpunktenverschwendung ist. Aber die Bob-Omben sind weg. Jawohl. Nicht mit mir, Akitu. So. Nicht schlecht. Wir bekommen eine Stoppuhr, aber die will ich gar nicht. Ich hab eh keinen Platz im Inventar. Wenn wir es bis auf Ebene 50 schaffen würden, dann hätten wir einen übelsten Vorteil für das ganze Spiel. Das ist jetzt tatsächlich mein Ziel. Wir sind in 29. Das heißt, nach der hier sind wir in 30, also noch 20. Kriegen wir das hin? Wenn wir vorsichtig sind, auf jeden Fall. Maxi Beben, komm. Der mit seiner Feuerblume gefällt mir nicht. Jawohl. So. Perfekt. Wunderbar. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ebene 30 ist erreicht. Dann bekommen wir jetzt wieder einen guten Orden, glaube ich. So. Was kriegen wir denn da Schönes? Zapper, während eines Kampfes nehmen alle Gegner, die Mario berühren, Schaden durch Stromschlag. Der ist mega gut. Das ist praktisch der Voltopilz in Immer. Je nachdem, wie viel der kostet, werde ich den auf jeden Fall anlegen. Oh, neue Fassis. Mache ich aber fertig. So. Sehr schön. Okay, ich werde den Fassi nicht töten, aber den Koopa.
Nein, er hat mir Blütenpunkte geklaut. Der Sack. Ah. Nicht nett. So. Alles klar. Wir bräuchten tatsächlich... Warte mal. Wir haben nur Pilz in Ultra. Wir könnten das Tropfsirup vielleicht im nächsten Kampf mal einsetzen, um ein bisschen BP wieder zu bekommen. Nachdem... Ach Gott. Echt jetzt schon hier die Hyperkirx? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die hier nicht treffe, aber okay. Folgender Plan. Schoreinlage. Sollte reichen, um meine Sternpunkte aufzufüllen. Jawohl, danke. Mit dem Gegner ist nicht zu spaßen. Oh Gott sei Dank, ich habe gerade gedacht, ich habe es verpasst, das eine. Und reicht es? Für den Koopa nicht, aber das ist egal. Koopio kann das ab. Hallo? Hör du auf? Da packen sie alle die Steine aus. Ich glaub's ja nicht. So. Das war er. Ich weiß nicht, wie viel die Hyperkirx aushalten, aber auf jeden Fall ein bisschen was. Parakäfer? Oh nee. Das sind alles Gegner aus Kapitel 5, möchte ich dazu noch sagen gerade, gell? Okay, außer die Koopas, aber die Käfer auf jeden Fall. Nee. Doch, die Para schon. Die normalen Käfer gibt es in Kapitel 4 bereits. Aber trotzdem. So. Verläufiger Kontrollverlust durch Verwirrung. Aber er trifft trotzdem. Und er macht einen Kraftpunsch. Hä? Oh, danke. Wie geil. Er hat mir den einfach gegeben. Wie gut. Das ist gut. Das ist mega gut. Warte. Ich hole den mal da unten runter. Da oben. So. Nein! Ah, ich hasse es. Sie greifen sich selber an. Ist das dumm? Aber macht Spaß. So. Mit dem fetten Koopio hier an meiner Seite. Guck mal, wie viele Sternpunkte wir hier bekommen. Voll overpowered. So. Okay, Ebene. 33. Level 9. Dann wäre das Level noch umso geiler, wenn wir tatsächlich Level 10 erreichen würden. Wo bist du denn hingerannt? Hier bin ich. Jawohl. Stampfattacke. Zack. Zack. Sehr schön. Den holen wir kurz runter. Also auf den Boden. So. Oh, wir haben nochmal die Chance auf eine Insignie. Alles heilen. Alles voll machen. Okay, Konzentration. Nein! Ah! So fies. Stimmt, das kannst du ja. Ah. Der ist stärker, wenn er auf dem Rücken liegt. Also schnell ausschalten. So, dem Käfer. Ja, tut mir leid, aber ist halt so.
ne? Und unsere Sternpunkte sind auch wieder fast voll. Unsere Sternenergie. So viel mit Sternen hier immer. Da ist nochmal so ein pinker Fuzzy, der uns vorhin die Pepe geklaut hat. So, das war er schon. Okay, was mache ich mit dir? Ich kann dich aktuell nicht auf den Boden hauen. Aber ich kann dich mit Maxi-Beben töten, auch wenn es absolut verschwenderisch ist. Ich habe danach sowieso ein Level-Up. Aber eine andere Möglichkeit gegen den habe ich aktuell nicht. Ich habe nicht genug BP von den Anti-V-Hieb und selbst dann wäre der, glaube ich, nicht tot. Der hat, glaube ich, 4 KP oder sowas. So, aber jetzt ist er tot. Der Arme, ey. So. Jawoll. Und noch ein Level-Up. 3 Level-Ups einfach mal so kurz hier im Duellkörper. Nach Kapitel 2. OP von 9 auf 12. Mario wird Popstar. Seine nächsten Kämpfe finden auf größeren Bühnen statt. Genau, und das passiert dadurch, weil wir auf Level 10 sind. Alle 10 Level kriegen wir eine neue Bühne, wo mehr Effekte auf uns warten und auch mehr Platz für Zuschauer ist. Ich glaube, insgesamt geht es... Ich glaube, ab Level 30 ist der letzte Upgrade dann. So, apropos Upgrade. Zapper, während eines Kampfes nehmen alle Gegner, die Mario berühren, Schaden durch Stromschlag. Oder der Feuerschlag, was ist besser? Der Zapper auf jeden Fall. Komm her. So, jeder, wo mich berührt, kriegt jetzt Schaden. Schön, gell? So. Das bringt leider gerade nichts. Ich gehe mal auf den Bina. Naja, gut, außer ihr, weil ihr habt einen Panzer. Ist okay. So, das war er. Mist. Ach ja, habt ihr schon gesehen, unsere wunderschöne neue Bühne? Mit blauem Vorhang, mit Neonlichtern, mit, keine Ahnung, was es genau ist. Und natürlich mehr Platz. Bis zu 100 Leute können jetzt hier rein. Ah, ja, und es kann Nebel auftreten, der einfach uns die Sicht verändert. Oh. Echt jetzt? Oh. Es war ja klar, dass er uns getroffen hätte. So, jetzt. So. Und mehr Zuschauer bedeutet natürlich schneller die Sternenergie aufgefüllt. Freut mich. Und wir haben über 300 Münzen, wenn wir hier rauskommen. Das ist jetzt Ebene 37. Mist. Was mache ich gegen dich? Was mache ich gegen dich? Anti-V-Hieb oder Maxi-Beben? Komm, Maxi-Beben. Mach einen Maxi-Beben. Die ganzen Gegner kann ich später noch scannen. Die kommen alle in späteren Kapiteln vor. Also von daher alles gut. Und da wir ja sowieso nochmal in die Duellkörper müssen... Alles verkraftbar. Die zwei sind weg und Gumbrina kann ihm noch den Rest geben. So. Jawolski. Okay. Bin ich richtig? 37, also... Nummer 38. Der Parakäfer.
mit einer Stampfattacke erwischt. Bringt jetzt gerade bei ihm nichts, aber egal. Oh, der Fassi. Oh, ich bin durch seine Verteidigung durchgekommen. Hat doch was gebracht. So. Reicht das? Ja. Jawoll. Mensch, es läuft doch super. Ich freue mich gerade voll. Vor allem bisher haben wir den Zapperorden noch gar nicht in Aktion gesehen. Aber der ist richtig gut. Vor allem, dass wir den so früh schon im Spiel haben. Wahnsinn. Bleibst du da? So. Geil. Eine Dose? Nix da. Mit dir. So. Ich mache einen Multisprung. Zack, zack, zack. Der ist tot, genau. Dann mache ich bei ihm hier eine Multikopfnuss, um zu verhindern, dass er uns angreifen kann. So. Der Käfer ist mir egal. Ah, obwohl, es geht. Eigentlich doch nicht egal. So. Jawohl. Das war der Käfer. Also wenn wir so weitermachen, kriegen wir noch ein Level up hier. Jawohl, 300 Münzen. Und jetzt kommt Ebene 39. Oder sind wir schon 40? Wir sind 40? Blütenknosse halten. Erleidet Mario im Kampf Schaden, erholt er sich manchmal um einen BP. Und den kennen wir ja auch. Was bietest du denn an? Nur normale Items. 100 für einen Donnerzorn. Und 100 für einen Ahornsirup. Ja, weil es hier unten keine Items gibt, ne? Okay, der kann mich jetzt runterbringen. 5 Etagen tiefer für 30 Münzen, das nehme ich in Kauf. Oh, wir kommen vielleicht doch noch auf die 50. So, wo sind wir? 45. Untergeschoss, ja! Oh Gott! Nein, ich muss den mit dem Hammer treffen. Nee, es bringt nichts. Das bringt ja gar nichts. Der fliegt ja trotzdem. Oh Gott, Lava-Blubs. Oh nein! Oh, jetzt wird's richtig eklig. Probier was. Die Käfer müssen weg. Ich kann die gerade überhaupt nicht verletzen, außer mit dem Maxi-Beben. Die Lava-Blubs, kann man vielleicht wegblasen. Wenn sie noch nicht besiegt wurden jetzt mit dem Maxi-Beben. So. Oh Gott, zum Glück haben wir 5 Ebenen überspringen können jetzt mit dem Bubu. Alter, wie viel? What? Alter. Krasser Scheiß. Ebene 46. Schon wieder? 2 Etagen tiefer. Dann sind wir jetzt in der 48. Alter, wir kriegen es hin. Wir kommen auf Ebene 50. Wir kommen auf Ebene 50. Oh, ist es gut? Ist es gut? Ist es gut? Oh, Ebene 50 ist ein mega gutes Item drin. Das ist geil. Oh, faul Poké. Sollen wir probieren, die wegzublasen? Komm. Hurricane. Drücke A, wie auf dem Bildschirm angezeigt. Und? Ja, alle außer die fette Bombe weg. Cool. Und wir bekommen Sternpunkte dafür. Das wusste ich gar nicht. So. Okay, er regt sich auf. Ich brauche keinen Knutschkuss aktuell. So. Das war der. Und wir bekommen Level Up. Alter. Das hat sich mega gelohnt, Leute.
das hat sich mega gelohnt. Ich bin gerade mega happy. Guckt euch das an! Wir sind noch nicht mal in Kapitel 3! Was geht hier ab? So, 49. Oh, ich bin gerade voll happy. Das ist ein Durchbruch. Und guck mal, wie viele Leute da sind. Richtig gut. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Jawoll. Alle tot bis auf den Pokey. Toll. Ich kann ihn aber leider nicht verletzen mit Arona. Nein, er spawnt einen neuen. Ah, du Mistkerl. Na, super. So. Schade, ich dachte beide tot. So. Nicht schlecht, Herr Specht. Das kann sich sehen lassen. Und wir haben es geschafft. Ebene 50. Unglaublich, unglaublich. Okay, aber weiter gehen wir definitiv nicht. Ein Wunderbeutel erhalten. Erlaubt Tragen von 20 Items. Also nicht mehr 10, sondern 20 Items. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich gerade. Okay, das war's fürs Erste mit dem Duellkeller. Wir haben so viel bekommen. Das ist unglaublich. Aber da bist du ja. Tut mir leid, dass ich solche Umstände bereitet habe. Das Leben eines Menschen bleibt doch sein wertvollster Besitz. Ich werde mir eine neue Arbeit suchen. Auch für den Kleinen hier. Vielen Dank. Ich gebe dir meinen Schatz dafür. Er ist sehr wertvoll. Aber noch wertvoller ist mein Papa. Deshalb nimm das hier. Eine Silberkarte. Eine Karte für die Spielhalle. Gültig für Mario Marathon. Auf Wiedersehen und vielen Dank nochmals. Ich danke euch, dass ihr mich hierher gebracht habt. Und mein Auftrag ist erledigt. Oh Mann. Richtig gut. Level 11 und... Oh, geil, ey. Geil. Okay, wir sortieren wieder... Halt, alle Orden sortieren nach Typ. Okay. Erleidet Mario im Kampf Schaden, erholt er sich manchmal um 1 BP. Den nehme ich auf jeden Fall, den Zapper lasse ich aus, den brauche ich nicht, das kriege ich auch so hin. Den Feuerschlag möchte ich haben. Den Powersprung, den Multisprung, den Powerhauer, den Anti-V-Hieb. Und den Erdbeben. So, das sind gute Orden. Und wir speichern. So, das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Nicht mal mehr mein PC, der jetzt einfach abschmiert. Hey, lass das. Okay. Ich bin gerade mega happy. Ich glaube, ihr merkt es. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich habe echt gedacht, wir sterben hier. Elendig und alles tot und verderben. Und ja, anscheinend nicht. Und wir haben endlich Geld. Und ich habe nochmal nachgelesen übrigens. Es bringt tatsächlich doch was, diesem Pinky Geld zu geben. Deswegen werden wir tatsächlich jetzt in seine Expedition investieren, in die staubtrockenen Ruinen. Oder staubtrockenen Wüste. Ich glaube, es ging nur in die Wüste bei ihm, gell? Nicht in die Ruinen.